Und diese Tür, die ist immer sehr, sehr schwer. Die kriege ich immer sehr, sehr schwer auf. Ich kriege sie gar nicht auf, weil sie abgeschlossen ist. Wir haben die Nacht im Hildengut verbracht, wir haben bei der Suppe geschlafen und jetzt geht's zum Frühstück und dann ist schon in, naja, knapp 2 Stunden das Boarding und dann geht's los nach La Romana. Wir haben das Anreisepaket von TUI Cruises gebucht. Der Flug war mit Condor und hingegen viele Aussagen fanden wir es tatsächlich okay. Ich hatte trotz meiner 1,96 Meter Platz für die 10 Stunden Reise. So, wir haben es geschafft, wir sind in La Romana gelandet und jetzt geht's zum Bus und dann sofort aufs Schiff. Erzähl mal, was haben wir alles? Am Eingangsbereich haben wir große Schränke. Da sind Bademäntel drin. Da sind Bademäntel drin. Wir haben Regenschirme, Schuhe, Decken, falls einem kalt wird. Ausreichend Bügel. Dann gibt es hier noch einen weiteren Schrank und auch hier noch einen kleineren. Da ist dann der Tresor drin. Genau, schon mehr Handtücher. Diverse Schubladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dürfte ausreichend Platz zum Verstauen der Sachen sein. Gut. Machen wir die Kabine weiter. Dann das Herzstück oder eines der wichtigsten Sachen auf der Kabine ist natürlich das Bett. Das ist jetzt so schön dekoriertes Bett, weil wir haben das Romantikpaket bestellt. Das Romantikpaket, das besteht aus einer Flasche Champagner auf dem Zimmer, dann Schokofrüchte und so Kram. Und aber auch noch ein 4-Gänge-Menü im Surf and Turf. Wir buchen uns das ganz gerne, weil wir es gerne mögen, die Flasche Champagner zur Begrüßung zu haben, als auch eh im Surf and Turf essen, dass wir eh immer im Surf and Turf essen gehen und dann bietet sich das an, das direkt zu kombinieren. Also ein kleiner Tipp für euch. Dann haben wir hier noch das Sofa. Das ist, jetzt weiß ich gar nicht, ob das überall ausziehbar ist, als zusätzliches Bett oder nur in bestimmten Kabinen, brauchen wir jetzt nicht. Hier sieht man den Früchteteller, der zu jeder Suite dazugehört. Weiter geht es mit den Schokofrüchten vom Romantikpaket. Hier ist zu sagen, dass der Rand auch aus Schokolade gemacht ist. Die Pralinen sind ebenfalls ein Begrüßungsgeschenk für Suitengäste, während die Flasche Champagner zum Romantikpaket gehört. Die Flasche kann man natürlich jederzeit gegen eine gekühlte Flasche eintauschen. Ebenso gibt es am Einschiffungstag Grußkarten. Unter anderem ist bei uns eine von unseren Freunden dabei. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Unter der Kaffeemaschine befindet sich in der linken Tür die PlayStation 4 mit 2 Spielen. In der rechten Tür befindet sich die gefüllte Minibar, die bei Junior-Suiten und Suiten inkludiert ist. Sie wird einmal am Tag aufgefüllt und man kann auch seine Wünsche dazu äußern. Außerdem gibt es ein Tablet, über das sich die Funktionen der Kabine ansteuern lassen. Darüber befinden sich 2 Spiegel, einer mit LED und ein Kosmetikspiegel. Dann gibt es noch Schubladen, die man wieder zum Stauraum nutzen kann, da liegt auch der Föhn drin. Für mich ein Highlight ist definitiv dieser Stuhl.
Ich liebe ihn. Gut, dann kommen wir noch zu dem Teil, warum die Himmel und Meer Suite eigentlich Himmel und Meer Suite heißt. Das heißt, wir gehen einmal. Über circa 20 Stufen kann man die eigene Dachterrasse erreichen. Das Treppenhaus kann man auch übrigens für die Nacht oder sogar bei starker Sonneneinstrahlung, wie man hier sieht, mit Jalousien verdunkeln. Und diese Tür, die ist immer sehr, sehr schwer. Die kriege ich immer sehr, sehr schwer auf. Ich kriege sie gar nicht auf, weil sie abgeschlossen ist. So schwer war sie doch nicht. Und tada. Die Himmel- und Meersuite. Einmal oben die private Dachterrasse. Ein weiterer Lieblingsplatz von mir ist auch definitiv die Hängematte. Einmal Hängematte wieder von Crazy Chair. Crazy Chair, genau, wunderbar. Und besonders toll an der Himmel- und Meersuite ist, dass es auch noch einen Zugang zum X-Bereich gibt. Zum X-Sonnendeck. Man kann, genau, man kann hier durch diese Tür rausgehen, wir können mal kurz rausgucken. Aber ich schaue erst nicht, dass da jetzt irgendwie. Achso, wir sind ja weiter weg vom Pool. Genau, dann können wir hier rausgehen. Und ist dann direkt am X-Sonnendeck. Die X-Bereiche, die zeigen wir euch auch noch in einem anderen Video. Wir verlinken euch wie immer alles unten in der Videobeschreibung. Da habt ihr auch dann die Playlist von dieser Reise und könnt euch unsere ganzen Impressionen anschauen. Wir haben spontan die Himmel- und Meersuite abgegradet. Also wir haben es natürlich bezahlt, es ist uns nicht geschenkt worden. Aber wir haben uns selber mal gesagt, wenn wir nochmal Karibik oder Mittelamerika fahren, dass wir definitiv gerne eine Himmel- und Meersuite hätten. Einfach aufgrund der Sonne, dass man sie einfach viel, viel mehr nutzen kann, die Dachterrasse. So, was haben wir noch vergessen? Das Badezimmer. Dann schauen wir uns das jetzt an. Das Badezimmer ist definitiv ein Traum für uns Frauen, denn es besteht aus ganz viel Spiegelfront. Uns gefallen die Bäder der Himmel- und Meersuite auf dem Mein Schiff 1 und 2 sehr gut. Auf der linken Seite befindet sich hinter der ersten Tür eine sehr große Dusche. Neben einer Regenwalddusche gibt es einen herkömmlichen Duschkopf. Ebenso befindet sich hier das Duschgel, Shampoo und eine Pflegespülung. Hinter der zweiten Türe befindet sich die Toilette. Auf der anderen Seite findet man zwei wunderbare Waschbecken, so können sich immer zwei Personen problemlos gleichzeitig fertig machen. Hier rechts sind immer Schubfächer und da die Frage aufkam, ja, es gibt Bodylotion in den Suiten. Man hat hier die Möglichkeit, einmal die ganzen Lichter zu steuern, da es drei voreingestellte Lichtstimmungen gibt. Was es in der Kabine wirklich reichlich gibt, das sind Steckdosen. Wir haben hier neben dem Bett einmal eine normale Steckdose, dann zweimal USB. Wir haben das Ganze auf beiden Seiten vom Bett. Also man kann da wirklich problemlos alle seine Sachen laden. Hier noch einmal Steckdose und USB. Und das Ganze finden wir dann auch noch mal am Schreibtisch. Da haben wir eine Steckdose, da steckt aber gerade die Kaffeemaschine drin. Und hier haben wir noch mal eine normale Steckdose und zweimal USB. Also genügend Möglichkeiten, um seine Sachen zu laden. So viel zur Himmel und Meer Suite 15004. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert sehr gerne unseren Kanal, um unsere weiteren Videos zu Karibik oder Mittelamerika nicht zu verpassen. Und drückt den Daumen hoch.